Moin Leute, meine Solaranlage war ein verdammt gutes Investment für dich. Bezahl kaum noch etwas für meine Heizung und auch für Strom an sich nicht mehr. Da ich halt mit Luft-Luft-Wärmepumpen, also Klimaanlage, heize. Nach circa 5 Jahren hat sich meine DIY-Solaranlage tatsächlich amortisiert und das wird so circa 2026 sein. Danach werden die Module weiterhin noch eine Menge Strom liefern und ich bin sogar im Plus, so finanziell gesehen. Typischerweise halten die Module so circa 20 bis 30 Jahre und müssen danach ersetzt werden. Bei uns in Deutschland sind es oft 20 Jahre, da danach keine Vergütung mehr gezahlt wird und die Leute oft nicht wissen, was sie dann machen sollen. Was passiert eigentlich danach mit den Modulen auf der ganzen Welt? Tatsächlich werden die alten Module, da sich die Mengen einfach noch in Grenzen halten, einfach auf Mülldeponien abgeladen. Wie so oft liegt es daran, dass sich das Recycling einfach nicht lohnt. Die Situation könnte sich in Zukunft allerdings dramatisch ändern, da die Anzahl an ausrangierten Modulen exponentiell ansteigen wird, also extrem stark. Und die große Frage, die sich jetzt hier stellt, ist: Laufen wir hier möglicherweise auf ein gigantisches Problem zu, was wir gar nicht sehen? Ja, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich, wie viel kommt da eigentlich auf uns zu? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es traurig finde, dass man bei so einer wichtigen Sache wie dem Recycling oder einer gesamten Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen zuerst daran denkt, ob es sich lohnt. Obwohl wir das eigentlich so oder so tun sollten, denn viele Rohstoffe werden zukünftig verdammt knapp und damit auch teuer und auch die Herstellung ist extrem energieintensiv. Der Spruch, der Markt regelt das, wird hier vermutlich stimmen, aber die Frage ist, wann und wie groß das Problem bis dahin ist, bis der Markt das geregelt hat. Bisher ist es nämlich wesentlich günstiger, die alten Module auf Müllhalden zu deponieren und sie nicht zu recyceln, da der Transport, die Lagerung und auch der Recyclingprozess selbst einfach nicht rentabel genug sind. Eine super spannende Studie von Rystad Energy, einem Energieforschungsunternehmen in Norwegen, besagt, dass aufgrund des extrem wachsenden Solarmodulbedarfs sich die Rohstofflage und auch die Preise in Zukunft so massiv verändern werden, dass sich das Recycling zukünftig doch als rentables Modell zeigt. Könnte. Schauen wir uns das einfach mal an, was die Jungs und Mädels dort ausgerechnet haben und checken gleich, wo die einzelnen Länder auf der Erde eigentlich wirklich stehen, was das Recycling von PV-Modulen angeht. Der Bedarf an Photovoltaik wird in den nächsten 8 Jahren massiv steigen und damit natürlich auch der Rohstoffbedarf dafür. Auf dem Bild seht ihr jetzt den geschätzten Wert an recycelbaren Rohstoffen aus Photovoltaik. Heute beträgt dieser ca. 170 Millionen Dollar. 2030 werden es voraussichtlich 2,7 Milliarden Dollar sein. Und 2050 geht man momentan von 80 Milliarden Dollar aus. Ein riesiger Markt auf jeden Fall. Rystad Energy sieht hier ein sehr, sehr großes Potenzial, da der wachsende Rohstoffbedarf die Preise vermutlich extrem stark antreiben wird, sodass sich daraus möglicherweise ein rentables Recyclingmodell ergibt. Man sieht aber auch, was für gigantische Mengen da kommen werden und dass es sich hierbei um ein globales Problem handelt. Da stellt sich jetzt wieder sofort die Frage, welche Länder machen was, wie schnell und vor allem reicht das aus? Also sind wir da jetzt schon weit genug? Das ist ja nichts, was man irgendwie innerhalb von ein paar Tagen hinbekommt. Ja, schauen wir uns erstmal ein paar Länder an. Schauen wir uns jetzt nochmal die USA und die EU an und gleich auch noch China. In den USA zum Beispiel gerät das Thema Recycling von PV-Modulen in mehr und mehr Staaten auf den Schirm. Ja? Schaut euch dazu diese Quellen an. Washington, Kalifornien und New York haben hier vorgelegt und ziehen die Hersteller deutlich stärker in die Verantwortung. In der EU ist es sogar noch etwas besser. Hier müssen 80% des Modulgewichts recycelt werden. Diese Quote wird mit Aluminium und Glas aus den PV-Modulen zwar bereits erfüllt, es sollten aber eigentlich auch die restlichen Materialien aus ökologischen Gründen wiederverwertet werden. Die meisten Solarmodule bestehen zwar aus Rohstoffen, die laut Umweltbundesamt nicht knapp sind, allerdings ist deren Gewinnung oft energieintensiv oder die Rohstoffe sind sehr teuer, wie zum Beispiel Silber. Silber ist interessant, da es zum Beispiel nur 0,05% des Gewichts an Teils eines PV-Moduls ausmacht, aber 14% des Preises. Oder Silizium wird zum Beispiel in Schmelzreduktionsöfen mit ca. 2300 Grad Celsius aus Quarzsand gewonnen. Der CO2-Fußabdruck ist dementsprechend hoch. Die Umsetzung dieser Quote wird hier so realisiert, dass sich die Produzenten der PV-Module um das Recycling kümmern müssen und die Kunden keine Kosten dafür tragen müssen. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass die Module dadurch auch teurer werden, ja, was zum Standortnachteil auch für unsere hiesige Solarindustrie werden kann. Hier drängt sich natürlich sofort die Frage auf, was macht China?
Ihr könnt hier oben links sehen, wer 2021 die größten PV-Produzenten weltweit waren. Und reden wir nicht lange drum herum, China ist absolut unangefochten die Nummer 1 und zwar mit einem unfassbaren Abstand. Die EU und somit auch Deutschland spielen global gesehen praktisch überhaupt keine Rolle, was die Produktion angeht. Das war tatsächlich mal anders, wie ihr hier sehen könnt. Hier sollte man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern wir uns selbst bei der erneuerbaren Energiewende abhängig von anderen Ländern machen, ja? Und zwar von anderen Ländern, die den Umweltschutz und die Kreislaufwirtschaft nicht unbedingt groß schreiben. Gibt es überhaupt irgendwelche Recyclingbemühungen beim größten PV-Modulproduzenten weltweit und das ist China? In einer neuen Strategie für das Recycling von Industriematerialien, die von den Ministerien für Industrie und Wirtschaft gemeinsam herausgegeben wurde, hat Chinas Zentralregierung Pläne zur Förderung und Entwicklung von Technologien für die Wiederverwendung ausgedienter Solar- und Windkraftanlagen vorgelegt. Allerdings legen chinesische Studien nahe, dass China bis 2035 mit ca. 1,05 Millionen Tonnen PV-Müll zu rechnen hat. Also eine scheiß Million Tonnen, das ist echt viel. Dieses Jahr wurde die erste, also wirklich die allererste Pilot-PV-Recycling-Fabrik in China in Betrieb genommen und diese kann umgerechnet 10 Megawatt an PV-Modulen recyceln. Zum Vergleich, 2021 wurden in China alleine 53.000 Megawatt installiert. Ja, das bedeutet, 10 Megawatt ist ziemlich wenig. Bei Windkraftanlagen stellt sich dasselbe Problem dar. Ihr seht also, da ist eine gigantische Lücke zwischen den Recyclingkapazitäten und dem produzierten PV-Müll. Wir können eigentlich wirklich nur hoffen, dass diese Lücke schnellstmöglich geschlossen wird und unser Einfluss darauf ist bisher scheinbar sehr gering. Viele werden sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Ist das irgendwie ein Problem oder muss ich mir Gedanken machen? Wie gesagt, ihr persönlich müsst euch hier eigentlich keinen Kopf machen, denn eure Module, die ihr hier irgendwie in Deutschland kauft, werden mehr oder weniger vernünftig entsorgt. Auch wenn diese aus China kommen. Mir geht es hierbei auch mehr darum, dass wir uns selbst im Bereich PV unfassbar abhängig machen von Ländern, die zumindest jetzt noch den Umweltschutz und das Recycling nicht besonders groß schreiben. Und wir sehen heute eindrucksvoll am Gas, was so eine Abhängigkeit am Ende für uns bedeuten kann. Und man sollte sich natürlich auch klar machen, dass unsere eigene Solarindustrie durch die Einhaltung dieser ganzen Sachen, die ja eigentlich sehr wichtig und gut sind, natürlich auch einen Standortnachteil erfährt. Wie groß dieser real ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Ich habe dazu nichts gefunden. Vielleicht habt ihr hier noch mehr Infos, das fände ich unglaublich interessant. Mir geht es aber auch einfach darum, dass wir als Menschheit immer und immer wieder dieselben Fehler machen und offensichtlich einfach zu langsam daraus lernen. Ja, mich würde euch hier auch tatsächlich bitten, eure Meinung kundzutun. Erzählt bitte höflich, sachlich und freundlich, was ihr davon haltet. Ich fände es wahnsinnig interessant. Vielleicht kriegen wir auch neue Aspekte dort zu hören. Und ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Unten ist auch ein PayPal-Link, falls ihr uns finanziell etwas supporten möchtet. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.